Benny, mein Schatz, erinnerst du dich noch an in der Schule, dass unter den Tischen hin und wieder so Kaugummi geklebt hat? Du bist der Degenerate, der das da hingeklebt hat. Deswegen kannst du mal schön aus meinem Klassenraum jetzt verschwinden, Digga. Das würde ich als Opening benutzen. Klitsch, klatsch. Und Ferdi, was sagst du dazu? Ich sag nur, Lecture Time is over. Finde ich gut. Alles klar, Schatz Das feiert, finde ich Boys. klasse. Okay, Ladies and alles Gentlemen, gut. wir haben das Match of the Week. Es ist finally here. Und bevor wir da einsteigen, schauen wir uns doch einmal ein bisschen kurz in unsere LEC-Liga-Twitter-Simulation hier. Da gab es nämlich schon ein paar spicige Sachen hier. Ace nämlich, also wir haben hier jetzt als Matchup Ace gegen Ferdi, Fnatic gegen Rogue. Und hier wurde schon ordentlich was rausgeknallt. Ace hat gefragt, warum der die ganze Zeit vorher wegläuft, Ferdi. Die Match is avoided wie Sau. Ja, und da kamen sogar noch andere Unbeteiligte hinzu und haben hier noch ein bisschen mehr ins Feuer geschmissen. Ferdi hat dann tatsächlich doch nochmal zurückgeballert, hier mit diesem Bild und dem. Und das hat offensichtlich Ace ein bisschen getötet. Und da ist er doch mal hier mit diesem Bild zurückgekommen. Ja, herzlich willkommen ins Match of the Week. Vorab habt ihr das kleine Trash-Talk auch live vor dem Game gehört. Und jetzt gehen wir ins Game, nämlich Heimerdinger gegen Irelia, Ace gegen Ferdi, Fnatic gegen Rogue. Wir laden jetzt gleich rein und dann geht das los. So, da sind wir schon, können hier ein bisschen vorspulen. Ja, TP Barrier bei Ace wieder und Flash Ignite, ganz klassisch bei Ferdi. Dorns Blade auch gegen Dorns Ring. Durchaus ein aggressiver Start von beiden Seiten. Gefällt mir gut. Und hier steckt ganz, ganz, ganz viel Ehre hinter diesem Spiel, weil Ace hat Ferdi jetzt schon lange, lange Zeit versucht zu teachen für die Midlane. Und Ace als ehemaliger Midlane Main, ja, hat versucht, das Beste rauszuholen. Ob er mittlerweile damit zufrieden ist, weiß man nicht. Ja. Aber es ist hier so ein bisschen das Matchup von dem Lehrer gegen dem Schüler. Und da sind wir mal höchst gespannt, was Ace hier macht. Dadurch, dass er mit Tilt startet, will er offensichtlich auch einfach direkt hier reinpushen hier. Gut farmen. Und dann, ja. Wahrscheinlich dann einfach mal schauen, welche Gelegenheiten sich anbieten. Ich schaue jetzt eben kurz hier bei mir rechts. Ich habe nämlich gerade eine Pizzabestellung am Laufen. Die scheint demnächst anzukommen. Hoffentlich wird das jetzt hier nicht interrupten. Aber zur Not drücke ich eben Pause und dann, ja, müsst ihr kurz einen Moment Geduld haben. So. Ja, Ferdi bleibt geduldig im Brush stehen hier. Wird der hier früh was suchen, bevor Ace seine ganzen Spells bekommt? Das ist hier die Frage. Nimmt hier erstmal den einen Töt. Schlaues Ding. Ace stellt aber direkt schon wieder hier 9 und wird hier weiter pushen. Ja, auf jeden Fall ziemlich laut alles mit diesem Heimerdinger, aber ja, push gut rein. Und jetzt ist Ferdi unterm Töt. Wird er es irgendwann schaffen, aus dieser Situation herauszukommen? Das wird sich hier zeigen. Ist auf jeden Fall ein sehr unangenehmes Matchup für ihn. Ace wollte unbedingt auch den Heimerdinger spielen. Darf es hier jetzt auch tun. Und ja, wir werden sehen, ob das eine schlaue Wahl ist, sonst den Heimerdinger in Zukunft gegen Ace zu bannen. So. Ja, push weiter gut rein. Ferdi struggelt ein bisschen damit, hier überhaupt irgendwas zu machen. Ja, man merkt, Ace, der ist trotzdem ein bisschen angespannt, ne? Schmeißt hier jetzt eine E so ein bisschen ins Nix. Ja. Ferdi nimmt mit, was er kriegt. Hat den Minion leider nicht bekommen. Aber den Reset scheinbar schon. Und lastet damit den Töd. Wird der hier gleich was suchen, wenn er Level 3 wird? Ich glaube, allzu lange darf er nämlich nicht warten. Aber noch ist er geduldig. Jetzt hat er Level 3. Wird der hier was suchen? Der muss hier natürlich durch einige Töds sich erstmal durcharbeiten. Muss jetzt hier zusätzlich dazu noch gegen die Minions ein bisschen ankämpfen. Wird jetzt hier vielleicht schauen. Ah, Mist E. Und wird hier jetzt ein bisschen zugeballert. Flashed! Bevor Ace überhaupt irgendwas casten konnte. Und damit ist sein Flash raus. Und Ace hat hier, ja, jetzt eigentlich freies Spiel ein bisschen.
Frage ist, kann Ferdi hier noch was finden? Springt hier ein bisschen durch die Gegend, ganz klassisch nervig von der Irelia, frisst aber noch einiges an Poke. Jetzt hat Ace aber auch keine Mana mehr, dadurch werden sie jetzt wahrscheinlich beide resetten. Ace kann sich noch ein bisschen erlauben, hier länger da zu bleiben, weil er TP hat. Frage ist, will er überhaupt resetten? Wahrscheinlich schon, aufgrund der fehlenden Mana. Und dann, ja, scheint das hier erstmal alles so zu laufen, wie man es erwarten konnte. Ja, Farmvorteil für Heimer. Er will jetzt hier noch für den Turret-Play ingreeden. Nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, Ace. Scheinbar will Ace auch einfach komplett disrespecten und bleibt hier einfach auf der Lane. Ja, alles klar. Dann schauen wir mal, was du so machst ohne Mana. Willst Ferdi auch vielleicht dadurch ein bisschen reinbaiten, weil deine Turrets dann einfach den ganzen Damage machen. Hast natürlich auch noch Barrier. Also das riecht für mich so ein bisschen nach einem Bait hier. Ja, da geht Ferdi jetzt auch direkt rein. Trifft die E, trifft die Q, kriegt jetzt die Resets. Ace muss laufen. Läuft zurück zu den Turrets, versucht da noch ein bisschen Damage rauszuholen. Aber ja, es reicht zumindest, dass er rauslaufen darf. Scott's free. Aber auf jeden Fall trotzdem ein sehr guter Trade hier von Ferdi und zeigt, dass er sich nicht einfach unterkriegen lässt hier. Finish hier noch die Turrets, bis dahin lastet leider mit der Kuh. Aber sieht ansonsten soweit sehr fein aus hier. Schlägt sich bisher besser, als ich es erwartet hatte bei dem Matchup. Ace hat jetzt hier 3 Dorans, Ferdi hat seine 2 Dorans, ist jetzt rein TP'd und dann kann es jetzt hier auch schon weitergehen. Meine Pizza ist jetzt auch in Zustellung, das könnte durchaus knapp werden. Ich hoffe, mit Glück kommt es einfach genau zwischen den beiden Games. Aber schauen wir mal. So, Ferdi geht jetzt hier rein, frisst ordentlich Damage von den Turrets und Heimerdinger läuft einfach ein bisschen durch die Gegend und wackelt mit seinem behinderten Kopf. So, Ferdi versucht jetzt nochmal mit der W was zu erreichen, frisst aber leider einfach eine unendliche Menge an Poke hier. Versucht jetzt aber mit den 5 Stacks zu arbeiten. Das sah gar nicht so schlecht aus, dafür, dass er den Trade eigentlich vorher hart verloren hat. Trifft die E, hat jetzt also den Q-Reset, aber das wird nicht reichen und frisst noch mal eine Menge an Poke und muss hier sich auf jeden Fall ganz schnell verpissen, damit er nicht noch irgendwie hier random an der W stirbt. Wird AC ihn backporten lassen, ist die Frage. Das ist nur einigermaßen greedy Backport, da wird einmal dich auf jeden Fall unterbrechen können. Ferdi. Ja. Geht er nochmal weiter zurück. Und der Boy, the young wonder, Mr. Heimerdinger, darf hier weiterfahren. Ganz entspannt. Farmtechnisch sah das aber tatsächlich bisher trotzdem nicht so schlecht aus bei Rhea. Ja, 9 Farben nur behind. Wird jetzt hier nochmal ein Reset nehmen. Ja, es stinkt schon wieder ein bisschen nach, ja, Farmerino. Aber ja, bei Heimerdinger ist es auch ein bisschen nachvollziehbar. Ferdi kommt jetzt hier gleich wieder auf die Lane und muss dann irgendwie jetzt einen Weg finden, Heimerdinger zu engagen. Am besten noch vor Level 6, wobei ich weiß nicht, der ist schon Level 6 geworden. Na gut, das hat sich dann also auf jeden Fall erledigt. Aber da musst du jetzt ganz doll aufpassen. Ich weiß nicht, was er sich jetzt noch gut hat. Noch ein Dorans. Dachte vielleicht eine Stopwatch oder so, damit er da noch ein bisschen Outplay-Möglichkeit hat. Aber alles gut. So, Ferdi kann jetzt mittlerweile fast schon. Okay, Boy. Die Ult zu whiffen ist vielleicht nicht der beste Start für den Fight. Aber Ace whifft hier auch einiges, stellt seinen großen Turret. Wird jetzt hier auf jeden Fall nochmal ordentlich pushen können. Aber viel mehr soll nicht passieren. Aber naja, Ferdi dasht nochmal rein und will nochmal ein bisschen Damage mitnehmen hier. Ist ja alles in Ordnung. Ja, das war so ein kleines Hin- und Her-Tauschen von Abilities. Außer dessen ist nicht viel passiert. Und Ace kann hier weiter entspannt fahren, während Ferdi nochmal resetten wollte, aber sich das jetzt doch anders überlegt hat. Wird der hier 5 Play suchen über die Alcove? Das ist hier die Frage. Hätte da ein paar Minions zum Jumpen, jetzt hier diese beiden speziell. Ja, schauen wir mal. Ace ist hinter ihm. Hat jetzt hier schon mal 2 Stacks. Hat Ace aber trotzdem gut gedodged. DE zündet Barrier. Ignite wurde auch benutzt von Irelia, aber ja, weiterhin viel mehr wird hier nicht passieren. Ferdi hat aber gleich seinen Flash up. Hatte oder hat schon ganz gut Mana, sodass er hier vielleicht nochmal was suchen könnte bei Ace. Da eine Turret steht er halt noch. Wird jetzt, okay, hat jetzt ein bisschen Mana benutzt für seine W.
Und da ist meine Pizza. Ich hoffe mal, hier passiert jetzt nicht mehr allzu viel, deswegen lasse ich das einfach mal so stehen. Beziehungsweise pausiere doch mal eben kurz lieber. Ich kann ja sonst gleich ein bisschen vorspulen. Bis gleich. Das ging doch einigermaßen schnell. Dann spulen wir mal hier ein bisschen vor. Ja, so viel Zeit sollte reichen. So, da ist auch noch nicht wirklich was passiert. So, Ace ist hier wieder auf der Lane, alles klar. Dann kann es ja hier weitergehen. So, farmtechnisch sieht das schon ganz solide aus auf beiden Seiten. 61 Farben für Ace und jetzt wird Ferdi hier langsam deutlich aggressiver. Kann relativ gut die Turrets hier clearen und geht jetzt auch nochmal rein auf Ace mit der Reset auf der E. Aber, oh, der mischt schon wieder die Ult. Ah, da würde er sich ärgern. Der will hier aber auf jeden Fall was machen. Der spielt hier nicht den passiven Part. Also der gibt schon hier ordentlich Gas. Aber unterm Turret dürftest du nicht so viel machen, mein Freund. Deswegen, ja. Chill mal dein Leben. Geh vielleicht back. Guckt hier vielleicht auch nochmal, ob er vielleicht ein bisschen was Cheesiges hier auf ihn drauf kriegt. Ne, bleibt aber dabei bei dem Backport. Holt sich hier nochmal ein paar Items. Ja, tatsächlich einigermaßen ausgeglichen vom Farm her. Ace pusht natürlich jetzt hier die Wave nochmal rein und wird sich dadurch einen leichten Advantage holen. Aber es ist nichts Weltbewegendes. Die Frage ist, ob Ferdi es schafft, in der Zeit jetzt noch irgendwie 2 Kills zu machen. Oder überhaupt einen Kill zu machen. Ja, könnte schwierig werden. Ace hat natürlich jetzt auch einige Turrets hier wieder am Start. Max aber tatsächlich weh. Interessant. Ah, geht Ferdi jetzt auch direkt rein. Mist die E. Guter Sidestep von Ace. Das war ein interessanter Flash. Ich weiß nicht, was er da duschen wollte. Wahrscheinlich eine Grenade oder so. Aber er muss jetzt hier ein bisschen den Turret abwarten. Der tut auf jeden Fall ordentlich weh. Aber Ace hat eigentlich auch nichts mehr jetzt hier. Er kann relativ schnell die Turrets auch killen. Und jetzt wird gechased. Das könnte heiß hier werden, Ladies and Gentlemen. Misst die E leider. Aber alles gut. Springt jetzt hier nochmal drauf. Hat ignited. Ace hat noch Barrier. Versucht hier ein bisschen zu baiten mit dem Turret. Aber Ferdi merkt, ah, Digga, ich weiß nicht, ob ich dich hier killen kann. Aber er jumpt trotzdem nochmal rein. Kriegt ihr vielleicht gleich nochmal einen Shot vom Turret rein? Nein? Wann hat er Q wieder ab? Er hat bestimmt gleich Q wieder ab, aber nein! Er frisst einfach die komplette W von Ace. Und damit ist es 1-0 für Ace. In Kills. Hat 80 Farm. Ja. Also wenn er hier nicht absolut misplayt, sollte das Ding hier in Fnatic's Hände landen, also in Ace Hände wohlgemerkt. Und ja, da sind wir natürlich jetzt, oder gucken langsam Richtung das nächste Game wahrscheinlich, weil Ace geht hier jetzt gleich mit 87 Farm von der Lane. Wir können hier mal wieder ein bisschen vorspulen. Tatsächlich habe ich da gerade so minimal mich selbst gespoilert. Aber okay, Ace ist jetzt hier direkt wieder 100 TP'd unter dem Turret. Ferdi ist in der Zeit, ja, gerade erst angekommen und wird jetzt hier was versuchen müssen. Und cleart hier möglichst viel von den Farben, aber kriegt leider den Q-Reset da nicht auf den Turret, das wird ihn ärgern, aber kriegt einfach den kompletten Damage von den Turrets rein. Oder sieht man, Digga. Heimerdinger. Ist ein bisschen eklig. Hatte hier noch einen neuen Farm. Aber ja, GG, Ace, good job. Danke für die Geduld mit der Pizza vorhin. Und ja, wir sehen uns gleich im nächsten Game.